Sieh an, es gibt ihn doch noch, den Spielmodus Bereich sichern. Und ja, wieder Favela. Ich hoffe ja auf Ibana, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wildes Gegner wechsel dich. Nemo mit Y im eigenen Team. Wir hatten schon lange keinen Spieler, kommt neu rein und Hängerfehler im Ladebildschirm. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Motzi guckt. Oh, Drohne hat er schon gefunden. Du, pass auf, hier ist nicht. Bin drüber gesprungen. Womöglich einfach nur dran vorbeigesprungen. Noch 10 Sekunden. Der hat sich schon eine Drohne geschnappt, der Arsch. Als ich vorbei bin. Sekunden. Oh. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Mit Sicherung des Behälters beenden. Feindliche Aktivität. Ist jetzt schon sichern? Bedrohung neutralisieren. Stand er neben mir? Jäger auf jeden Fall. Er stand neben mir im Raum, wo ich gestorben bin. Scheiße. Hier ist im kleinen Raum. Guckt bei sein Objektiv. Ja, da komme ich aber nicht dran. Ich guck mal dran. Hinter dem Fenster hockt der. Ja, da komme ich aber nicht dran, Junge! Wie das Fenster war nicht wie im Forst. Brenn dir doch was auf, Maverick. Eigener Trupp wurde eliminiert. Oh, im Turm. Ups.
Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wand gesichert! Schild eingesetzt. Sehen? Ich habe eine Drohne frontal gehackt. Bereite des Kommens, weiter vor. Es bleiben 10 Sekunden. Magazinwechsel! Es bleiben 5 Sekunden. Gut. Also wenn noch jemand eine Wand hat, hier oben ist noch was frei am Camping. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Ah, Blend fliegt rein. Alter, Wohleg, ich hab Wohleg lieber. Sprengladung angebracht und Termit. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Was, ich bin rausgefallen? Hä? Wie das? Ich hab mich nicht bewegt. Bist weiter. War hier irgendwie ein Nomad-Zeug? Du bist weitergelaufen. Gelaufen? Ich hab aber jetzt. Ich hab mich nicht bewegt. Du bist weitergelaufen bei mir. Ich hab aber nicht. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich hätte ja auf Lufthieb von Nomad gedacht und rausgeflogen. Draußen liegt Ash, es ist down, liegt draußen unten am Fenster, an der Wand im Gang. Ich muss das im Chat schreiben. Da ist IQ. Die denn die ganze Wand da wegreißen? Na. Ah. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Ah, da ist es doch. Frau Frost, komm. Sicherung des Behälters abhalten. Was macht denn die Frost? Oh Mann, Jack, lass es doch. Sie hat immerhin schon 2 erledigt. Die Bahn ist auch komplett verwirrt. Sie wird gespottet und dreht nur am Rad. Hätte sie mal alle Außenkameras kaputt gemacht. Nicht mehr den Behälter. Aber das Ecken? Weiteren Zug. Die Gegner sichern den Behälter. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Den Biogefahr. Hat Frau Frost doch gar nicht mal schlecht gemacht. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. Doch alle Banane hier. Oh ja, das wäre jetzt schön. Eine Banane. Eine Banane. Du hättest meinen Kill sehen müssen. Der schießt auf mich, ich gehe nach links und frag einfach eiskalt durch die Wand durch und gebe mir einen Headshot. Du hättest mal sehen sollen, wie ich auf einmal draußen war. ohne mich zu bewegen. Umgedreht habe ich mich noch beim Schild, aber das war's eigentlich. Du musst bei mir einfach auf die offene Wand drauf zu gehen. Okay. Nein. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Der erste.
bestimmt doch jetzt. Okay, hier haben wir schon eine Mission. Ah, ich häng. Ist das Ella? Nö, gab's schon. Alle identifiziert. Wäre cool, wenn man seine Drohnen sperren könnte für... Jetzt kann keiner damit herumspielen. Damit alle rausgehen können und die nicht herumleuchten. Oben ist schon offen, Vorsicht, gelber Ping. Okay. Ich steck mal außen ab, falls jemand rauskommt. Ein Gegner verbleibt. Den Behälter sicher. Sicherung des Behälters. Ey, ist nicht euer Ernst, oder? Den Biogefahrgutbehälter sichern. Sicherung des Behälters einstellen. Das ist links. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Wieder 0,5 Scope. 0,5 No Scope. Den Jack habe ich niedergeschossen. Ja. Mit dem Kopfschuss? Das hab ich gemerkt. Schon wieder der Turm. Bloß auf seine dämliche Hüfte. Was? Was? Arschgesicht. Ah, jetzt bin ich dran schuld, dass du mich niedergeschossen hast. Ne, es war voller Absicht. Wie, von der Hüfte? Ja. Ah, Mann. Dass wir schon wieder so weit sind. Meister Egelstrom. Wissen wir nicht. Ich hatte die Pistole in der Hand. Doch, ich weiß es. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrenbehälter schützen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrenbehälter lokalisiert. Starre Drahtplatzierhandling eingesetzt. Alter, ist so lecker. Ich muss nicht mal ziehen. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Wand gesichert. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die Bahner macht schon was auf. Wow, neben mir. Scheiße. Fuse bringt an, Vorsicht. Mist. Falsche Ecke. Wo ist denn Fuse? Gute Frage.
Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, Einsicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde... Schön, dass ich hier rein. Ich ist im Eimer. Nur noch ein übrig. Barrikade errichtet. Gift bereit. Oh Gott, ist hier offen. Termit. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Hey, Jack war ja noch am Leben. So, jetzt völlig bewusst raus. Ja. Was denn das gemacht? Nicht schlecht. Wie der Motzi dasteht. Genauso wie er sein Magazin wirft. An der Schnalle. Ich frage mich wirklich, wie bin ich da mit Läsion rausgefallen? Ich bin definitiv nicht auf WASD gewesen. Ich habe mich nicht bewegt. Ubisoft, bitte um Erklärung. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.